Wir erleben in diesen Tagen, dass Kolleginnen und Kollegen für eine Entscheidung, die sie im Deutschen Bundestag getroffen haben, nämlich den Armenien-Antrag, attackiert werden, einige sogar Morddrohungen erhalten und dies von Menschen, die in unserem Land leben. Das ist unerträglich und es ist auch unerträglich, dass der türkische Präsident Erdogan dies auch noch in einer Art und Weise anheizt mit Begriffen, wo ich geglaubt habe, dass die im offiziellen Sprachgebrauch in Europa nicht mehr vorkommen.